Moin, herzlich willkommen. Zwei, drei Folge für LS22 Stiefenboden. Letzte Folge hat meine Timelapse-Folge, sag ich jetzt mal. Und haben da einiges an Bäume gefällt. Also ich glaube insgesamt war ich da 2 Stunden ungefähr dran. Geht eigentlich noch, sag ich mal. Nur ist halt ein Unterschied, ob man jetzt 2 Stunden aufnimmt oder 2 Stunden einfach nur Bäume fällt. Da kommt man natürlich schneller voran, wenn man einfach nur Bäume macht. Das ist logisch. Ganz klar. Zumindest haben wir hier jetzt so einen großen Bereich hier gefällt. Das ist so ungefähr, ja, die Hälfte des Gebiets, nicht? Das Grundstück geht ja noch bis zu dem Feldweg hier, sage ich jetzt mal da. Also die Gemeldefläche haben wir hier noch. Also wir haben noch genug Bäume und das wird noch bis zum 25 erreichen, glaube ich. Die Maschinen stehen jetzt unten. Erstmal wieder gelagert, sage ich jetzt mal. Das werden sie, also die sind ja für den Forst, also das werden sie, scheißegal. Der LKW lasse ich auch erstmal hier stehen, oder? Na gut, erstmal wird kein Holz gemacht, also eigentlich kann er mit. Komm. Komm her. Beziehungsweise, du könntest eigentlich... Hoppala, Kollision. Den Anhänger holen, den anderen, und dann eigentlich Hackschnitzel fahren, ne? Weil das ist jetzt der nächste Plan. Dass wir jetzt die Hackschnitzel, die wir jetzt hier im Lager haben, wir können gleich mal gucken, wie viel genau das sind, zum Hof bringen, logischerweise. Ach, Kollege. Schalt doch. Bitte. Dankeschön. Dass wir diesen Hof bringen, in das Silo reinkippen. So viel wie er reingeht. Weil ich weiß nicht, ob die Menge da reinpasst. So komplett, weil so viel hat man noch nicht gehabt bis jetzt. Weil das sind 331.000 Liter. Und der Anhänger ist jetzt gerade leer. Also ich habe alles reingekippt in das Ding. Damit wir sehen, so und so viel haben wir jetzt. Jetzt gucken wir mal kurz, ich hatte die Zeit runtergenommen während dem Ding, das nicht jetzt irgendwie, wenn ich die Zeit weiterhin auf 10 oder 15 fahre habe, dann wäre der Tag längst rum gewesen wahrscheinlich und ich hätte wieder andere Sachen machen müssen, aber ich wollte eigentlich rein Hackschnitzel machen, dass das läuft. Mein größtes Problem ist bald wirklich die Güllegrube noch, also die Gülle. Schwein ist noch in Ordnung, weil jetzt haben wir da konnte bei der neuen Stall, das sollte hoffentlich zeitlich alles zusammenpassen. So, und jetzt machen wir mit dem John Deere. Wir nehmen den großen Anhänger hier, macht einmal voll. Oh, jedes Mal das Aussuchen hier. Da, kann ich jetzt sehen. Der fährt jetzt einmal hin. Und ich hatte vor lauter letzte Folge erst schon den Betrag irgendwie nehmen wollen. Noch mitnehmen. Da habe ich mir gedacht, eigentlich reicht ein Traktor mit Anhänger, um es aus dem Wald rauszufahren. Da habe ich dann vor lauter die Breitreifen, also ich habe doch die Breitreifen drauf gemacht und den kleinen Anhänger dran gehängt. Mir dann gedacht, nee, ich nehme lieber den schon dir mit großen Anhänger, reicht eigentlich schon. Und somit würde ich jetzt sagen, perfekt. Muss mal kurz gucken, kann ich mal auf andere Punkte? Hofwerkstatt, nee. Nee. Ist ja auch egal, das kann ich selber machen. Dann nehmen wir den LKW und den kleinen Anhänger dran. Ist ja einfacher. Und dann kann ich den B-Trag nur nehmen, nochmal und eine Düngersteuer umbauen, also umfüllen. Und mal testen, ob ich jetzt das Feld nochmal düngen kann, unten die 45 oder was es ist. Oder ob es nicht geht. Also ob das halt wirklich komplett verpackt ist. Oder was auch immer das Problem ist. Hab ich keine Ahnung. Und dann kann der schon mal rüber zum Hof wieder und kann die Pflegebereifen dann drauf machen. Dann haben wir das schon mal. Das Gute ist bei dem kleinen Anhänger, der verliert keine Hackschnitzel unterwegs, wenn der, zumindest wenn der Helfer die Planen zumacht. Das weiß ich nicht genau, aber eigentlich schon. Der kommt drauf an, ob ich sie zumache, eigentlich, ja. Ja, weil der Große sieht man ja oben, der verliert so ein paar 100 Liter, das ist nix. Großes aber. Das ist halt auch der Mod, den ich mit drin habe. Das ist ja, bin ich ja selbst schuld auf gut Deutsch. Aber das will ich ja auch so, ist ja logisch. Ja gut, ob man Hackschnitzel unterwegs ist, verliert. Ja doch, ja, 2-3 wird man schon verlieren, glaube ich, wenn man normal fährt, doch. Je nach Geschwindigkeit und so. Nein, Gewicht noch dran. Wenn wir das schon wieder dran gehängt haben, das Gewicht, dann möchte ich es auch bitte dran lassen. Oh Gott, diese 10 km/h rückwärts nerven mich echt hier, gell? Weil der Düngerstreuer hat jetzt noch Kalk drin, laut meines Wissens. Das muss halt logischerweise raus.
Und dann einmal Dünger reinfüllen. Gut, Dünger brauchen wir eh öfters als Kalk. Aber ja. Ah, da ist er ja schon. Wunderbare John Deere. Mit einer großen Ladung Hackschnitzel. Kann ich eigentlich eine Fuhre mit dem Anhänger in das Heizwerk einkippen? So tief wie das ist, müsste es eigentlich gehen, oder? So. Lass den mal kurz hier stehen. Machen wir gleich. Fahren wir hier einmal rum. Ich habe den LKW wahrscheinlich im Weg stehen lassen. So wie ich mich kenne. Ja. Hoppala. Ne, aber eher nehme ich hinten die Kurve zu eng. Und den verlaut er alles mit hier. Meine Güte. Eigentlich Lenkachse. Weiß ich nicht. Ne, ich glaube nicht. Gucke ich, glaube ich, jedes Mal wieder und bin jedes Mal wieder verwundert, dass er keine hat. Aber egal. Ich weiß nicht, wie voll das jetzt ist, aber normalerweise müsste ich da reinkippen können. Ne? Eigentlich. Wenn ich jetzt so blöd bin zum Rückwärtsfahren zum Beispiel. Doch, perfekt. Abkippen. Ich glaube, hinten könnte ein bisschen. Ne, das passt genau. Gut, dann ist das schon mal voll zumindest. In die Pellets-Verpackungs-. In die Pellets-Produktion ist ja allgemein. Kann ich logischerweise nichts reinschmeißen, also das ist ein bisschen zu hoch. Was man reinschmeißen könnte, wäre mal wieder Pelletsäcke. Und Leerpaletten. Haben wir noch 3 Stück. Gib mal eine Rolle her. Hallo. Eine, bitte. 9 Stück haben wir noch. Okay. Ja, sie werden weniger. Müssen wir bald wiederholen, aber gut, das sollte noch so lange reichen. Schon die Folge gemacht gerade. Achso. Oder hätten schon irgendwie angenommen. Alles klar. Auch gut. Zack, zack. Rein damit. Okay, dann drehen wir hier jetzt einmal rum. Kippen das da rein und dann bauen wir noch einen Tädellader dann. Wenn wir 3-4 Fuhren haben. Um das alles ein bisschen hochzuschieben. Weil 300.000 Liter werden schon ein bisschen eng, glaube ich. Nur erstmal muss ich den schon hier wieder rumdrehen hier. Das ist alles ein bisschen eng. Gut, des Weiteren wurde letzte Woche, schätzungsweise am Freitag, so wie immer eigentlich, neue Screenshots veröffentlicht vom LS25. Das ist jetzt zum Großteil wird überhaupt nichts Neues. Schon hat die Gebäude, die man auf der Farm auch gesehen hat. Die PDA von der River Bend Springs. Ich hab, das hast du den Namen noch nicht so ganz. Englisch ist ja immer so eine Sache. Aber ja, die PDA haben wir auf jeden Fall. Gut, man hat sie auf der Farm schon gesehen. Trotzdem, wenn man es als Bild nochmal hat und analysieren kann, ist nochmal schöner. Auch wenn ich sagen würde, analysieren kann, kann ich da jetzt eigentlich wenig. Weil. Das ist halt eine PDA, was soll man da großartig sehen? Da sind ja keine Symbole oder so drauf. Das sind viele Felder. Nur sehr, sehr wenige viereckige. Also wirklich viele mit Rundungen und Kram. Aber durch den neuen Helfer hat man auch die Möglichkeit, dass der das alles checkt normalerweise. Und das ganze GPS und Kram. Ja gut, GPS macht jetzt an der Feldding nicht viel aus. Das ist hauptsächlich der Helfer, wo immer die Probleme gemacht hat. Ja, natürlich einen wunderschönen Fluss. Und auch die PDA, finde ich, ist recht detailreicher geworden. Also, ich finde die zwar auch schon recht schön. Ich fahre außen rum. Aber trotzdem ist die neue PDA halt nochmal gut mehr Arbeit reingesteckt, sag ich mal. Wenn ich mir überlege, wie die 17er aussahen damals. Oder wo ich damals noch an der Rockers Valley rumgearbeitet hatte, wo wir da gespielt hatten. Da habe ich aber anscheinend die da viel dran rumgebastelt an der Map. Und weil es hat den Ingame-Ding da nicht gab. Jetzt muss ich kurz in den Wald. Und da habe ich teilweise auf der PDA einfach rumgemalt und halt die zu bearbeiten. Das könnte man bei der PDA nicht einfach so machen. Beim besten Willen, das würde zu arg auffallen. Also das sieht ja nicht schön aus. Sagen wir mal so. Gut, jetzt nehmen wir den LKW. Offen mal, dass der da dran geht, aber der Anhänger müsste ein dieses Zugmaul da haben.
Ich glaube, der andere ist Kugelkopf. Also müsste es eigentlich gehen. Perfekt. Blitzer steht da drüben auch keiner, wo er geblitzt werden kann. Weil das ja beim LKW so eine gefährliche Sache ist, beim Helfer. Scheiß ganz schön. Jedes Mal, wenn ich irgendwas drücke, geht der Gang raus. Wollt ihr mich verarschen? Ich hoffe mal, dass 25 dann nicht mehr so ist. Weil das auch noch keinen Sinn macht. Lass mich doch fahren. Während ich da irgendwas rumdrücke. Klar, Autodrive ist ein Ding, aber es ist genauso, wenn ich jetzt irgendwie jedes Menü hab. Gang geht raus, denke ich mir. Warum geht der Gang jetzt raus? Lass mich doch weiterfahren, Tempomat. Aber okay. So. Fahrt. Gang reinmachen wäre nicht schlecht, gell? Will er nicht. Ich will ja wieder nicht schalten. Ach, Kollege. Ich will mich recht verarschen. Was macht denn? Gang rein. Perfekt. So, die anderen beiden sind jetzt gerade auf dem Weg. Ja, jetzt schon die ist noch nicht ganz dort. Ach, warte mal. Da fährt er zum. Ach, egal. Lass uns zum Wald fahren. Verlauter. Wir müssen doch eigentlich zum Zugsilo und nicht. Egal. Gut. Schmeißen wir einmal hier Kalk hin. Oder brauchen wir noch irgendwo Kalk? Irgendwas war doch, muss gekalkt werden, oder? Aber ich glaube nicht, wenn Wachstum ist, kannst du schlecht irgendwas kalken. Also würde ich jetzt mal behaupten. Da muss gewalzt werden. Muss gepflügt werden, benötigt die Kalk. Ja, das Pappeln halt. Scheißegal. Die Pappeln können wir auch probieren, dann anzusehen. Hä? Was ist das denn jetzt? So, zurück bitte. Und dann klatscht man die Kalkbibbisse immer hin. Zack. Wir landen noch immer auf derselben Seite hier. So, wie ist jetzt einfach, dass der hier wirklich Dünger nimmt und nicht Kalk? Indem ich an den Düngerpeak besser fahre. So, Klappe geht auf. Dünger, perfekt. Dann gucke ich gerade mal kurz nach dem Jonglier, der an der Schranke hängt. Perfekt. Soll ich hier ja auch gar nicht hin. Also ja, ich habe dich hier hingeschickt, das ist richtig. Aber eigentlich sollst du zum Zugsilo. Problem wird es gleich sein, der LKW kommt entgegen. Was ist denn das? Ach, Zug. Nee, er war da doch Zug. Ja, Getreide ist lost. So, stopp, Kollege. Stopp. Ja. Bist hier an sich richtig, ja? Oh, war da rückwärts. Immer dasselbe. Schon Auto. Muss ja einmal wenden. Das sieht ja schon immer irgendwie wieder ulkisch aus, oder? So ein LKW und mit so einem kleinen Anhänger dran oder so. Ja gut, klein ist der Anhänger jetzt auch nicht. Also da habe ich noch Schlimmeres gesehen, würde ich machen. Ach genau, und bei den Screenshots hat man noch, es waren viele Bilder, um Gottes Willen, es waren einige Screenshots. Kann ich jetzt nicht alle hier in das Teil reingehen hier. Auf einem Ding war ein John Deere zu sehen. Ich vermute, das war der alte John Deere, den wir hier im Spiel auch schon drin haben. Der ältere da. Zumindest sieht er so ziemlich gleich aus. Und ich glaube, ein Anhänger vom Farbentech oder wie das aussieht. Den wir, glaube ich, auch schon das Spiel drin haben. Schätze ich mal. Eine Vermutung. Aber es sind die kleinen Anhänger, das ist halt. Ja, so ungefähr eine. Nur halt das eine Achse. Und hier haben wir anscheinend doch noch eine drin. Also neue Anhänger anscheinend. gut, voll. Dann einmal Plane zu und zum Profil. Abfahrt. Okay, schade. Dann schon dir.
Genau, da war ein weiteres Bild, wo man die weibliche Spielfigur mal sieht. Beziehungsweise Spielfiguren allgemein hat man, glaube ich, schon nicht großartig gesehen. Sieht auf jeden Fall auch recht schlecht aus. Klamotten, Regenmantel, Regenstiefel. Und die steht auf dem Eisfeld, was geflutet ist. Sieht man nochmal schön die Wasserwellen und so. Ist alles ganz schön schick schön. Ich glaube, Sonnenuntergang, schätzungsweise. Mit den Wolken und so. Sieht echt gut aus. Da waren natürlich noch Bilder dabei von Sonnenstrahlungen im Wald und Ding und Kram und alles. Die schönen Bilder halt. Dann hat man noch von der Produktion ein Bild gesehen, wo dieses Tor vorne zu ist. Ich schätze mal, dass das ein Tor ist, was man per Mausklick auf und zu machen kann. Was bedeutet, wir haben auf jeden Fall animierte Objekte, was in den letzten Dingern sehr gefehlt haben. Also ich weiß, auf dem 17er damals, auf der Estancia La Pace, bei der Platinum Expansion, sag ich mal, da gab es animierte Objekte. Bei den Tieren oder so, irgendwie am Haus. Gab es dann später irgendwie nicht mehr großartig. Behaupte ich jetzt mal. Hier im 22er jetzt schwer zu sagen. Aber eigentlich auch so gut wie gar nichts, wenn ich hier überlege. Nee, eigentlich gibt's nichts. Nee. Ich wüsste jetzt von nichts. Sag mal so. Ja. So hoffen wir mal, dass wir animierte Objekte haben, endlich mal wieder. Beziehungsweise mal mit begehbarem Gebäude und so. Also wahrscheinlich. Müsste es eigentlich. Jetzt. Nenn doch das eine Big Big auch noch bitte mit. Ha? Wäre doch ganz schön. Wir schon alles mitnehmen. Genau, und wir haben die Fähre noch, die wir ja auch schon auf der Farmcon gesehen haben. Aber halt nochmal als Bild. Sieht man schön, wie der Case oder Case, was ist Ferguson müsste sein. Da schön draufsteht auf der Fähre und wartet, bis halt das große Schiff vorbei ist. Und dann kann man mit der Fähre schon rüberfahren. Frage ist halt, wo ist diese Fähre? Das ist ja Lob, mit der Fähre zu fahren und nicht 5 Meter weiter steht eine Brücke, wo ich dann drüber fahre. Das würde ja gar keinen Sinn machen. Weißt du, dann fahre ich logischerweise lieber schnell über die Brücke. Und die Fähre halt einmal nutzen vielleicht oder so, damit man sie mal genutzt hat. Aber sind auf jeden Fall viele große Kleinigkeiten. Hier war halt schon das Spielerlebnis ausmachen. Das sind die kleinen Dinge immer. Weißt du? Dynamischer Boden mal abwarten. Ich denke auch mal, dass man da auf der Farmcon, auf der Gamescom nichts sehen wird von. Weil mit, da wird man das Spiel ja anzocken dürfen. Ich bin ja auch dort 3 Tage, von daher werde ich ihn auf jeden Fall mal anzocken. Mindestens einmal. Und dann sehen wir mal, wie das Spiel so aussieht. Wenn man sich das nochmal selber richtig angucken kann. Gut, jetzt testen wir mal. Kann ich düngen oder kann ich nicht? Wie sagt man so schön? Schreibt es in die Kommentare, gell? Nee, also könnt ihr machen von mir. Also. Das sieht man nach einem ganz eindeutigen Nein. Hä? Kann man Karotten nicht düngen, oder was? Ich habe noch nie ein Karottenfeld gehabt, aber die sind auch gedüngt hier. Was ist mit der 48 los? Ich habe die doch ganz... Ich habe die gekauft, Steine gesammelt, richtig? Und dann habe ich sie angesehen. Ganz normal. Tagesbonus plus 50%. Gedüngt? 0%, 3%, 1%. Hä? Ey. Ist halt so. Ich kann daran nichts ändern. Also, Catman, du Marsch. Guck mal kurz nach dem John Deere oder so, also nach dem Hackschnitzelwagen. Müssten, glaube ich, beide da sein, beziehungsweise der... Nee, doch, müssten beide da sein. Glaube ich. Sehen wir gleich. So, der ist da auf jeden Fall. Ah, ja. Ja, das ist... Der Punkt ist ein bisschen blöd gemacht, wenn man hier abbiegen will. Abkippseite
ist rechts. Das ist schon mal gut. Ja, ich will den gerade ein bisschen, das ist richtig. Gut, kippen wir da schon rein. Und dann, Zeit, ich brauche den Tellerlader da. Beziehungsweise mal düngen jetzt gleich erstmal die Pappel. Dann brauchen wir den Tellerlader noch. Hinten stehen auch noch Ballen rum, die wir ja noch wegräumen müssen. Die ich ja vergessen hatte vorletzte Folge. Und dann mit logischerweise Pelletsproduktion befüllt. Und verdammt. Schon dir steht es vorne. Gut, jetzt schon dir steht so das Rundweg, aber egal. So, jetzt bitte zu Getreidesilo Ost. Da wollen wir hin. Da vorbei. Und abwart. Dann den hier. Ich hätte den Punkt ein paar Meter weiter hinten machen müssen. Kann ich bestimmt immer noch bearbeiten. Aber jetzt ist halt so. Ja, das Gute ist ja bei den Anhängern, der kleine, der kippt, wenn er seitlich kippt, nicht so hoch. Und das ist ja eh ein Abschieber. Hier. Also haben wir mit dem Dach zumindest keinerlei Probleme erstmal. Dann müssen wir halt mal testen mit dem Tellerlader und das hinterschieben. Wie das so funzt. Ob's funzt. Gut, kipp ab die Scheiße. Gut, aber das Hackschnitzel herholen dürfte eigentlich recht schnell gehen. Weil gerade der Anhänger kann ja über 30.000 Liter fassen, glaube ich, oder? Oder sagen wir mal 30. Ich weiß es gerade nicht genau. Aber der kann auf jeden Fall viel fassen. Ja, und er ist zu hoch für das Dach. War mir eigentlich vorher auch klar? Irgendwie habe ich die Kurve gerade nicht ganz gekriegt und mir gedacht, komm, das passt schon. Es ist die Scheibe kaputt. Beziehungsweise die ganze Dachlounge. Dach vom Traktor und das Dach vom Ding. Fahrzeug parken. Was ist nochmal die Taste für parken? Steuerung P oder was anderes, gell? Ja, Steuerung T. Weil ich muss ja noch in den Häcksler einsteigen hier. Also was bringt mir das? So, und ich glaube, der LKW ist wieder angekommen, oder? Ne, der fährt. Aber ist gleich da. Bin mal gespannt, wie der fährt. Ja. Genau. Der fährt halt einmal runter. Ah, der hat schon... Ach, die fahrt den Feldweg da oben. Gottes Willen. Und dann dreht er. Und dann fährt er, glaube ich, unten Richtung Händler. Also dann von unserer Seite aus gesehen links abgebogen. Und fährt dann einmal bei der 91 über den Feldweg da. Dass er halt einmal rumkommt. Kloppte Wege, aber okay. Ja, dann gucken wir mal, dass wir die Pappeln düngen. Das dürfte ja eigentlich gehen. Denke ich mal. Ah, da geht der Kalk zumindest nochmal weg hier. Sieht das Feld wieder etwas schöner aus. Das freut mir. So, jetzt gucken wir mal kurz nach, dass das auch alles passt. Das gewalzt werden, juckt mich nicht. Perfekt, einmal gedüngt. Ja, und das ist zweimal gedüngt. Beziehungsweise, das war, glaube ich, schon zweimal gedüngt. Weil das halt Wiese kam. Apropos hier drüben. Gedüngt war es ja alles, gell? Ja. Nur halt. Ja, wachstumsmäßig. Okay, guck mal kurz nach. Missionen, irgendwas vielleicht? Düngemission. Pressen, Ernten, Gruben, Häckseln, Lieferung. Nope, okay. Bedeutet einmal Düngerstreuer wieder in die Halle rein. LKW ist angekommen. Perfekt. Ja, die fahren einmal die Runde da rum, genau. Vielleicht denke ich gleich mal kurz dran beim John Deere. Dass wir vielleicht da ein, zwei Punkte verbinden oder so. Dass die vielleicht direkt abbiegen. Ist ja einfacher. Lenkachse bitte.
Das wird eng, aber... Passt, eng ist gut. Passt. Zudem der Futtermischwagen raus, ist auch da auch mehr Platz drin. Da geht es ganz einfacher. Okay, B-Track. Ich habe jetzt eigentlich gerade per se keine Arbeit für dich. Oder? Nö. Also die Felder sind alle versorgt. Werkstätten werden kann transportiert. Ich brauche jetzt einen Telelader. Genau. Nö. Da kann der erstmal wieder in die Halle rein. Pflegebereifung lässt er jetzt erstmal drauf. Weil, ja. Und immer drauf an, was ich als nächstes brauche. Das weiß ich jetzt halt nicht. Wahrscheinlich Feldarbeit, Abfahren oder so irgendwas vielleicht. Aber vielleicht muss er doch irgendwie Düngemission, talala, und dann brauche ich eine Pflegebereifung wieder. Weißt du, dann baue ich so um, baue ich so um. Gut. Erstmal LKW. Bahn auf bitte. Bist du zu weit gefahren? Ich wollte gerade sagen, die Hinterachse hängt in der Luft, aber daran, dass der LKW jetzt gerade vorne ein bisschen tiefer ist. Macht das Ganze vielleicht auch Sinn, oder? Perfekt, gut, weil der kann 18.500 Liter. Und der andere, glaube ich, knapp 30.000. Also von daher ist ja schon einiges. So, stopp mal. Wir fahren mal ganz kurz hier mal noch eine extra Runde schon dir. Ich will mal kurz was gucken hier. So, Bearbeitungsspur, genau. Wenn ich jetzt hier einen direkten. Warte mal. Machen wir anders da. So, jetzt fangen wir hier an. Aufzunehmen. Das ist türkische Kupplung eigentlich. Meine Fresse. Mach nochmal dick. Dann hier. Dann fahren wir hier rum. Schön eng. Jetzt sind wir hier wieder auf der Spur. Perfekt. Dann müssen wir hier, warte mal. Den hatte ich jetzt aufgenommen. Ne, warte mal. Warte mal. Fahren wir noch ein Stück zurück, ich sehe die Spur nicht. Welches meine ist. Okay, die Runde hier ist meine. Warum wurde der Punkt jetzt mit dem und dem verbunden? Ne, warte. Nein. Ach, leck mich doch. Danke. Ist doch einfacher, oder? Auto, du musst kurz warten. Ich muss kurz gucken, wo die andere Spur. Jetzt warte doch mal kurz. Warte mal, das ist der. Ne, das ist die andere Fahrbahn. Das ist die Fahrbahn, die ich eingefahren habe eben. Ich mal da hier. Okay. Da. Okay, normalerweise. Können vielleicht mal kurz das noch ein bisschen rüber. Dass die auch hier die Kurve kriegen. Ja, das kriegt man schon irgendwie bestimmt. Und dann sehen wir mal, ob sie das vielleicht hinkriegen, da rumzufahren. Würde die Sache halt zumindest etwas beschleunigen, sag ich mal. Was rennen die Rehe da auf der Straße? Nein, ein Rehe wurde überfahren. Och nö. Direkt von meiner. Oh Leute, steht der immer noch da rum. Okay, es ist ein super Reh. Es steht immer noch. Wurde von 5 Autos überfahren. Steht immer noch. Alles klar. Hof. Dann würde ich sagen, schicken wir den jetzt nochmal zum Hof zurück. Der LKW dürfte, glaube ich, schon angekommen sein. Ja. Und dann schlafen wir erstmal, damit die Zeit ist auch viel zu langsam eingestellt, sehe ich gerade wieder. Das vergesse ich halt auch immer jedes Mal. Und dann schlafen wir erstmal, beziehungsweise nehmen wir kurz den Telenlader. Bei der Pelletsproduktion. Ja, dass wir da irgendwie Produktion leer haben oder irgendwie was irgendwas leer ist oder voll ist oder keine Ahnung. Dann ändern wir mal gerade mal die Abkippseite bitte.
Links hätte ich gerne. Dankeschön. Ja, wow. Gib ruhig weiter ab. Verlauerte Kupplung losgelassen. Im Gang war drin. Ah ja, 34.000 Liter kann der andere fassen. Das ist schon der. Sag ich jetzt mal. Okay. Oh, das ist genug. Stellen wir den jetzt gerade mal hier hin. Perfekt, den übernehme ich gerade mal. Und dann gucken wir gerade noch nach der Produktion. Und dann gehen wir schlafen, weil es schon ziemlich dunkel ist. Und warum soll ich jetzt dunkel weitermachen? Ne? Zeit müssen wir auch irgendwie rumbringen. Dann haben wir schon August, gell? Wann war nochmal Pellets am teuersten, genau? Am meisten wert? August, oder? Ja. Und die Felder könnten reif werden, dann. Ne? Wird auch noch ein Spaß, weil ich ja bei der Ernte theoretisch neben dann herfahren muss. So, mal gucken, wie wir das hinkriegen. Also, irgendwie gibt man schon hin. Guck mir schon nicht wie. Ich weiß nur, dass das Dach jetzt doch gerade ein bisschen im Weg ist. Ja, okay. Ja, will jemand Reifen wechseln? Mein Gott. Stopp. So. Perfekt. Dann, wäre es mal damit, einfach mal zum LKW zu fahren, neben dran zu stehen. Deswegen habe ich ihn ja alle hingestellt. Und dann können wir am nächsten Tag wieder beide weiterfahren. Tappen wir nochmal alles durch. Passt alles. Passt alles. So ein Ding. Nimm den Tillader mal noch, bitte. Was ist dann hier? Ich hab mal aus dem Telelader machen die Produktion auch voll. Also Leerpaletten und Dinge. Da können wir auch gerade hinten mal die Strohballen? Stroh und Grasballen ist, glaube ich. Mal aus dem Weg räumen. Auch wenn wir die Palettengabel dran haben, ist ja auch egal. Links ist es klar. Nee, rechts. Alles gut. Und dann würde ich schon mal sagen. Könnt ihr gerne ein Like und ein Abo da lassen, wenn es euch gefallen hat vielleicht. Ihr nichts weiteres verpassen wollt. Das würde mich freuen auf jeden Fall. Dann machen wir die Ding da vorne weg. Was weg? Erstmal füllen wir Leerpaletten auf. Die sind glaube ich nicht mehr allzu voll. Dann haben wir auch Platz für eine weitere Pelletpalette vielleicht. Vielleicht auch nicht. Weiß man nicht. Stopp, hier muss ich schon. Nein. Geht nicht komplett rein. Okay. Hat die Palette eigentlich auch dann so eine Kollision, wie sie ist? Nee. Okay, sie hat eine größere Kollision. Hätte ja sein können. Es ist da eigentlich Unkraut in der Halle. Kann das sein? Und die Berge nicht gescheit gegossen oder wie? Ja. Dann kommen wir zum Baufisch wieder. Was sagten die Pelletsmenge? Also Hackschnitzelmenge? Oh Gott, das will ich. Muss mal nichts auffüllen. Und dann stellen wir gerade die 5 Paletten mal noch in die Regale rein, wo Platz ist, oder halt lieber das Silo, wie ich es jetzt mal nenne. Die Produktion wieder weiter schön produzieren. Das kommt auf Forschung produzieren. Das wird wahrscheinlich vielleicht auch für die Nacht gereicht. Sicher. Jetzt fahre ich hier komplett einen Umweg wieder, aber egal. Fahren wir gerade die Ballen hinten noch weg. Geht ja auch mit der Palettengabe, das ist scheißegal. Aber dass die halt zumindest weg sind da.
Was ist das überhaupt? Stroh und Stroh? Stellen halt noch senkrecht dahin gefüllt. Die Regale sind jetzt auch alle voll von der Halle drüben. Also jetzt wirklich. Solange die Leerpaletten nicht leer sind. Sind die voll. Sagen wir so. Und umgeschmissen vielleicht. Komm. Perfekt. Drei Stück. Gehen wir hoffentlich heil in die Halle drüben rein. Theoretisch absolut nichts sehen würde. Beziehungsweise, wie sieht es denn in der Produktion aus? Kann man nur da reinschmeißen. Soll halt schon hoch genug fahren. Ja, na gut. Einer ist weg. Da waren es nur noch zwei. Ja, Grasballen. Ich habe einen Grasballen. Gras habe ich ja gar nicht. Somit müsst du irgendwann mal gewickelt werden. Bedeutet, wir schmeißen dich jetzt gerade mal da vorne auf die Wiese, wo eben momentan nichts steht. Dann denke ich vielleicht immer mal dran und wickel dich vielleicht irgendwann mal. Ganz einfach. Vielleicht irgendwann. Gut. Dann den Telela gerade mal hier hin. Und dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Lasst wie gesagt gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich gerne nächste Folge wieder. Also bis dann. Tschüss.